Hi Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge. Ja, es gibt gute Nachrichten. Denn zu einem habe ich endlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit. Und das heißt, wir können ich kann die Intervalle der Videos mal noch ein bisschen kürzer setzen, sodass wir noch mal ein paar mehr Videos in der Woche hinbekommen. Das hat sich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen, immer ein bisschen verzögert. Das habe ich selber gemerkt, aber es ging leider nicht anders. Und ja, machen wir einfach mal hier weiter. Wir hatten uns ja hier so ein bisschen zurückgezogen nach dem Angriff hier oder nach dem Fight hier zwischen den Split-Fraktionen. Und ja, jetzt sind wir mit unserer Flotte hier so ein bisschen auf dem Rückweg. Und ich denke, wir werden uns dann mal noch ein bisschen reorganisieren. Und guck mal, dass wir jetzt hier mal mit unseren Terranern noch weiterkommen. Da hatten wir noch so ein bisschen Rufdefizit. Ich meine auch, dass einige Stationen schon, sind schon in der Lage zu produzieren. Das ist auch soweit alles da. Das heißt, da wird auch jetzt alles soweit fertig gebaut. Was uns jetzt hier nur noch fehlt, sind auch Bergbauschiffe, die das Ganze dann letztendlich bespielen können. Da werden wir direkt hier mal ein paar einkaufen, mal ein paar Mineralien. Da haben wir sogar hier noch unsere Vorlage. Ja, die war eigentlich ganz günstig. Kaufen wir mal 20 Stück, dann kaufen wir eben bei den Hop hier noch die Gasminer ein, die brauchen wir ja auch noch. Hatten wir jetzt noch keine Vorlage, aber ich glaube, so viel müssen wir da gar nicht umstellen. Ein Schild ist immer ganz gut. So, und dann werden wir von denen mal, 10 Stück kaufen. Ich sehe gerade hier, die Splits sind ja fleißig am im Sektor drin. Das ist aber echt hier cool. Hier sollten wir unbedingt mal vorbeifliegen und vielleicht mal die Teile einsammeln. Die Frage ist, ob wir hier noch die Chance zu haben. Wir können hier die Hermes nehmen. Die folgt hier dem Nachschubschiff. Wir sagen dem Teil jetzt mal, dass sie alles einsammeln soll. Da müssen wir hier den Folgenbefehl oder was auch immer da mal rausholen. Mal gucken, ob er jetzt hier noch so einiges eingesammelt bekommt, bevor es halt weg ist, aber ich denke, das dürfte noch passen. Wir sind hier auf unsere Odysseus. Können wir auch im Grunde mal gerade selber übernehmen. Und dann checken wir mal gerade hier noch unsere Flotte durch. Wir haben hier so leichte Blessuren. Wir können hier mal nochmal die M-Schiffe unserem Träger übergeben. Klapperschlange können wir mal noch mal rausnehmen. Das hatten wir alle so ein bisschen quer organisiert gehabt. So, und ansonsten sollte das eigentlich passen. Ein M-Schiff ging dabei verloren. Das können wir ja mal gerade nachproduzieren. Das war hier so ein Piratenschiffchen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie hatten wir die denn überhaupt ausgerüstet gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir da Paraniden oder Argonische Triebwerke draufgepackt hatten. Wir nehmen mal eine gerade, weil ich hätte doch schon gern alle gleich dann konfiguriert. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen pingelig. Aber wir haben Pulsgeschütze, wir haben Pulslaser, wir haben Argonisches Pulsgeschütz, Paraniden-Gefechtsantrieb. Okay, also die Paraniden-Antriebe haben wir hier und ansonsten alles auf Vagonen. Dann werden wir das eine Schiff da auch gerade so konfigurieren. Wir haben ja genug Ressourcen da, das heißt, da wird auch alles direkt gebaut. Argonische Schilde, wobei wir auch die Tyranner-Schilde theoretisch schon bauen könnten. Da fehlen uns lediglich noch hier die Materialien. Da müssen wir noch entsprechende Produktionsstätten bauen. So, Pulsenergie als Geschütztürme.
Können wir hier voll aufrüsten. Vielleicht machen wir da gerade auch mal eine Vorlage. Servicemannschaft. Ja, die können wir noch gar nicht. Wir haben noch keine Habitate. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Das lassen wir hier mal auf Standard. Bauen wir gerade mal, keine Ahnung, 7 Stück nach. Da haben wir noch ein paar auf Reserve. Und ja. Dann ansonsten. Ja, es ist jetzt noch die Überlegung, ob wir jetzt Blaupausen kaufen für unsere Schiffswerft. Oder ob wir jetzt noch warten, bis wir bei den Terranern den Ruf haben. Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt würde ich ehrlich gesagt gern warten, bis wir die Terraner Blaupausen haben, da die sind einfach ein super Schiff ist. Vor allem im KI-Kampf. Ansonsten können wir da. Tja, das ist halt so ein bisschen hier auch Geschmackssache. Wir können auch theoretisch schon andere Blaupausen kaufen. Das Problem ist nur, die sind halt relativ teuer. Aber wir haben ja auch in dem Sinne ja keinen zeitlichen Druck dafür. Gerade gucken unsere Moreia. Wir könnten auch, um das Ganze hier zu beschleunigen, ja im Grunde auch ein paar Quests machen bei den Terranern. Ich schicke jetzt mal unsere Moreia hier hoch. Dann kann die schon mal dahin fliegen, da werden wir uns da gleich hinporten. Und dann gucken wir mal, was unsere Flotte hier so treibt. So, jetzt haben wir hier noch unser Nachschubschiff. Das müsste ja dann theoretisch auch noch ein paar Transporter dabei haben. An sich scheint aber soweit alles vorrätig zu sein. Deswegen sind die auch da relativ inaktiv. Tja, die sind tatsächlich auch überhaupt gar nicht hier in der Nähe. Aber es ist immer schön, so ein Schiff dabei zu haben. Die Behemoth hat hier auch, die haben alle so einen 1% Schaden. Ich weiß auch nicht so genau, woher der dann immer genau kommt. Vom Kampf auf keinen Fall. Stört nur tatsächlich ein klein wenig. Wir werden die einfach mal reparieren gehen lassen. Das können wir theoretisch über unser Nachschubschiff machen. Oder wir machen es hier direkt über die, ja, das Ausrüstungsdock. Jetzt gucken wir mal gerade nochmal durch. Was haben wir denn hier für Geschütze überhaupt drauf? Wir haben hier nämlich auch noch eine Menge Flak mittlerweile draufgepackt gehabt. Das können wir im Grunde auch so lassen. Ich weiß nicht genau, für was wir hier noch zwei Pulslaser dann drauf haben. Okay, können wir ja so lassen. Lassen wir das Teil hier mal reparieren. Ansonsten, Reparaturdrohnen sind alle da. Wir geben bei der Gelegenheit ja auch mal noch ein paar Satelliten drauf. Denn ich habe gemerkt, wir brauchen doch immer mal noch mehr Satelliten, als ich es eigentlich gedacht habe. Also von den einzelnen Schiffen her. Deswegen werden wir das jetzt hier mal direkt so ein bisschen noch erweitern. So, die Behemoth lassen wir hier auch gerade reparieren. Und geben dem dann auch noch Satelliten mit. So, ansonsten, die ganzen Schiffe hier sollten eigentlich alle keine Schäden haben. Die waren ja auch gar nicht aktiv. Die Odysseus hat hier auch noch ein paar Schiffe. Die ist allerdings noch soweit okay. Unsere Klapperschlange hat auch nichts weiter. Die Behemoth hier hat, mal gerade durchzählen, da haben wir 7. 15, das heißt, ein Ares ging ja auch noch hops. Das macht jetzt aber hier von der Behemoth nichts weiter. Das können wir erstmal so lassen. Wir gehen jetzt mal alle hier fleißig reparieren. Und der Behemoth können wir anweisen, dass die Schiffe hier dann auch landen sollen nochmal. Und dümpeln die hier nicht so drumherum. Ansonsten unsere Klapperschlange. Mal gerade
Gucken, die hat auch noch hier so einen prozentualen Schaden. Lassen wir dann auch einfach mal reparieren. Okay, so, dann hätten wir das alles. Dann gucken wir mal gerade, wie weit unsere Moreia ist. Oh, die ist jetzt hier fleißig unterwegs. Wir haben jetzt ziemlich viel Xenon-Einfall, sehe ich gerade. Zumindest sind hier einige Stationen. Ach ne, Moment mal, die Leere. Ne, das war ja sowieso mal der Sektor, der ein bisschen angeschlagen war. Gibt es auch noch ein paar Waren. Vielleicht sollten wir da auch wieder so ein Sammelschiff mal hinsetzen. Könnten wir echt gebrauchen. Ja, es wird ja immer viel geschrieben, dass man ja so viel Geld mit dem Sammeln von den Waren einnimmt. Kann ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so behaupten. Entweder sammle ich tatsächlich zu wenig ein, aber ich bekomme jetzt hier nur 43 Millionen für das ganze Zeug hier raus, also ist jetzt gar nicht mal so viel, ne, im Verhältnis, was teilweise ja so geschrieben wird. Da geht es hier wirklich ja schon Milliarden oder so. Aber die Teile werden wir dann erst auch mal noch behalten. Wir machen ja so im Grunde schon genug Geld. Wollen wir uns eigentlich nicht wesentlich drum kümmern. So, unsere Moreia ist im Grunde schon da. Wir wechseln mal rüber. Und gerade gucken, wer hier noch die Schiffswerft bei den Antigone angreift. Erreiche System. Zoll. Na, das sind hier noch ein paar Terraner. Tja, schade, schade. Irgendwie klappt das hier alles nicht so mit den Antigone. Die Fraktionen rehabilitieren sich irgendwie zu schwach, finde ich, ja. Hallo. Oder es dauert einfach nur wesentlich länger. So, jetzt können wir im Grunde ja mal hier so ein bisschen durch die Sektoren fliegen. Vielleicht fallen wir mal hier den unteren Sektor zuerst an. Fliegen wir mal da durch. Autopilot eingeschaltet. Mit der Moreia sind wir da auch eigentlich fix im neuen Sektor drin. So, und unsere Miner sind auch soweit fertig. Da können wir mal gerade gucken. Wo haben wir denn unsere Station überhaupt aufgebaut? Hier unten war das. Genau. Ich würde sagen, wir geben der mal, keine Ahnung, 6 erreiche Jupiter Mineralienminer und mal 2 Gasminer. Das sollte, denke ich mal, für den Start reichen. Ich meine, das ist auch erstmal die einzige Station. Wir hatten ja, glaube ich, hier oben noch irgendwo noch eine gebaut. Ja, hier ist sie. Wie weit ist die denn überhaupt? Ja, die ist eigentlich auch schon soweit fertig. Da fehlen noch ein paar Teile. Geld ist an sich ja auch noch genug da. Der können wir aber theoretisch dann auch mal noch ein paar Miner geben. Ja, machen wir hier mal 4 draus. Ja, mal einen Gasminer, mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Ob wir da dann mehr brauchen oder weniger, das werden wir dann noch sehen. So, unsere M-Schiffe, die sind jetzt hier schon im Bau, die dürften noch gar nicht mehr so lange brauchen. Und dann werden wir hier mal ganz klassisch ja, den Sektor so ein bisschen abchecken. Orbitalverteidigungsstation. Mal gucken, ob wir hier irgendwie ein paar Aufträge abgrasen können. So viele Stationen gibt es jetzt hier im Sektor tatsächlich noch überhaupt nicht, aber okay, mal gucken wir mal. Erwarte Befehle. Aber vielleicht durch ein paar einfache Quests hier helfen können. Hier haben wir noch eine Transportmission. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Die können wir ja einfach mal mitmachen. Dann machen wir einfach mal so ein bisschen klassisch noch ein paar Aufträge. Unsere Hauptschiffswerft ist ja eh noch im Bau. So, wie kommt man denn hier nochmal rein? Da oben, glaube ich. Undock-Erlaubnis erteilt. Oh, ja, genau. Da müssen wir rein.
So, mal gerade gucken, dass die Moreia uns jetzt hier nochmal wegfliegt. Die hat nämlich noch den Befehl drin. Hallo. Dann gehen wir jetzt mal den Typen hier abholen. Oder sie? Hallo. Okay, dann warten wir gerade auf die Tante. Und dann checken wir mal gerade noch. Wir hatten ja hier noch unsere Quest bezüglich den Paraniden hier drin. Bezüglich der Schiffswerft. Ist nämlich soweit alles schon fertig. Das Einzige, was hier noch fehlt, sind die Geschützturmkomponenten. Um das Ganze dann ja übergeben zu können. Mal gerade gucken. Hier haben wir noch ein Verkäuferschiff. Hier ist unserem Raumdock hier zugewiesen. Wir nehmen den einfach mal jetzt hier raus. Und was ist denn das hier überhaupt? Eine Überfallgeschichte. Ich bin an Bord ihres Schiffs und dann werden wir nämlich einfach die Waren manuell transferieren. Wir haben nämlich hier in unserem Raumdock eigentlich ziemlich viele Geschützturmkomponenten. Dann können wir schon mal einen Schwung hier im Baulager hier transferieren. Dann fehlen noch gar nicht mehr so viele. So, und in der Zwischenzeit setzen wir die dann mal ab hier. Was wir auch machen könnten, ist, um den Ruf hier noch ein bisschen zu pushen, ist halt über die ja, Behemoth-Zerstören-Geschichte. Das hatten wir ja mal in einem anderen Video gemacht. Obwohl das halt so ein bisschen, ja, getrickst ist, sage ich mal. Ja, wenn wir hier irgendwie Schiffe kaufen, eine Terraner-Station angreifen lassen, die dann an die Antigone verkaufen und dann unsere eigenen Schiffe so gesehen nochmal zerstören, um dann den Ruf zu pushen, was halt spieltechnisch halt geht, aber ist halt alles, ja, ist ein bisschen ausgetrickst, finde ich, ne? Deswegen habe ich ja schon mal gesagt, eigentlich dürfte das gar nicht so sehr so sein, sondern dass man erst die Schiffe dann verkaufen kann, wenn sie irgendwie außerhalb des Kampfes sind. Erwarte Befehle. Oder ja, sobald sie erst an ihrem Ziel angekommen sind. Autopilot eingeschaltet. Erreiche Saturn 1. Okay, wo müssen wir den denn hinliefern? Ja, da fliegen wir eben nochmal ganz klassisch mit unserer Moreia hier rum. Das soll ja auch mal ganz nett sein. Saturn 2. Die Moreia ist halt echt ein super Schiff, finde ich ja immer noch. Tatsächlich ja besser als die Perseus, weil sie einfach, ja, ultra schnell ist mit 4 Lasern. Das macht halt hier schon eine Menge aus bei dem Schiff. Computronics Substratfabrik. Was mich so ein bisschen nervt, sind tatsächlich hier immer so. Was ist denn das hier eigentlich für ein Schiff? Bolo, Mineralien. Bolo. Was mich immer so ein bisschen nervt, sind hier diese. Ja, man kann hier nicht so schnell andocken, wie man es gern möchte. Es geht bei den normalen Andockstationen doch ein bisschen flotter. Sie an Bord zu begrüßen. Okay. So, hier hätten wir tatsächlich auch noch eine West drin. Markiertes Schiff. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Gehen wir einfach mal dorthin. Ah, wir müssen das wieder suchen. Ja, das ist immer nervig, diese Aufträge, wo man Schiffe suchen muss. Bevor wir jetzt hier abhauen, legen wir gerade mal hier oben noch an die Station, ob die vielleicht auch noch Aufträge hat, die wir vielleicht gerade mitnehmen können. Unser Ruf aktuell bei den Terranern sind wir bei 14. Das ist allerdings gar nicht so viel, da es ja immer langsamer geht, bis wir da auf 20 kommen.
Es reizt mich ja schon irgendwie nochmal ein paar Behemoths zu kaufen und die dann platt zu machen. Vielleicht machen wir das auch. So parallel so ein bisschen, um das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen. Autopilot eingeschaltet. So, lassen wir den Autopilot mal fliegen. So, wie geht's denn unserer Flotte? Die müsste eigentlich, soweit jetzt da oben nochmal fertig sein. Da können wir im Endeffekt jetzt mal hier so ein M-Schiff nochmal unserem Träger übergeben. Dann hat er auch wieder volle 8. Ja, die können wir im Endeffekt jetzt mal hier im Raum stehen lassen. Die Klapperschlange haben wir hier noch. Und ansonsten. Wir hatten doch. Ah ne, die wurde ja zerstört. Ja, wir hatten ja mal eine Sim gehabt. Die wurde ja leider zerstört. Das heißt, wir haben noch die Klapperschlange. Wir nehmen die mal hier rüber. In die Leere. Vielleicht machen wir das hier mal noch mit den Behemoths. Da holen wir mal gerade hier noch mit den Befehl von gerade raus. Mal gucken, wenn wir mal hier noch zwei Behemoths kaufen ohne Schilder. Schilder lassen wir einfach komplett raus. Wir brauchen hier nur zwei Plasma, damit die Station angegriffen werden kann. So, keine Ahnung, drei Stück. Bauen wir einfach mal drei Stück. Autopilot eingeschaltet. So, mal gerade gucken. Autopilot ausgeschaltet. Dann gibt es hier noch andere Quests. Hier gibt es auch noch eine Bauquest. Unkraut fand ich da. 24 Stück. Haben wir sowas denn dabei? Keine Ahnung, was wir hier alles dabei haben. Müsst ihr eigentlich hier. Oder muss man den aus irgendwas nochmal bauen? Ich habe mich mit diesen Waren, mit diesen Inventarwaren nie wirklich beschäftigt. Aber ich glaube. Die laufen tatsächlich unter. Ja, ich glaube, die müssen wir an der Werkbank zaubern. Ja, das wollte ich aber jetzt eigentlich eher weniger machen. Die Bauquest könnten wir theoretisch mitnehmen. Dauert allerdings auch mal noch mal eine Weile. Autopilot eingeschaltet. Wir fliegen jetzt hier einfach mal weiter. Wir warten mal noch, bis die Behemoths hier fertig sind. Eine ist ja gleich schon soweit. Dann gucken wir einfach mal, ob wir da vielleicht noch schneller uns den Ruf aneignen können. So, die Odysseus, die steht noch hier in Geladi-Sektor. Da kann sie im Grunde auch im Moment noch erst bleiben. Leerer Raum. Was ist denn hier eigentlich noch für ein Schiff? Da haben wir noch eine Pegasus. Die ist da gelandet. Ah, das ist ja praktisch. Dann können wir uns ja dahin teleportieren, wenn wir die Blaupausen kaufen. Weil ich glaube, hier war auch das mit dem. Ja, die Fraktionsgeschichte. Erwarte Befehle. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot eingeschaltet. Okay. Ja, bald müssten wir es haben. Aufträge gab es jetzt hier nicht weiter. Die Miner sind hier mittlerweile angekommen. Ja, da tut sich noch nicht allzu viel. Wir können im Grunde der Station ja auch ein klein wenig Geld geben. Man kann den nämlich auch selber noch Waren einkaufen. Ausgeschaltet. Ich meine, das ist jetzt wirklich ja kein. Erstmal kein profitables Invest, was wir hier machen, sondern eher unseren Ruf.
Was ja auch eine Investition dann für unseren Ruf ist, aber ihr wisst, was ich meine. Die Station an sich bringt uns dann erstmal keinen Profit. So, machen wir mal den Autopiloten an. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot eingeschaltet. Dann können wir im Grunde die Behemoth hier nehmen. Lassen die schon mal an die Terraner-Station ranfliegen. Mal gucken, unsere Klapperschlange ist unterwegs. Na, die wird noch einen Moment brauchen, bis da ist. So, wo sind wir denn hier? Da müssen wir hin. Ja, die fliegt auch schon in die richtige Richtung. Das heißt, wir können da so ein bisschen parallel fahren. Wobei ich hier sehe, dass unsere Xenon-Aktivität hier nochmal relativ hoch ist in dem Sektor. Aber trotzdem können hier die Schiffe soweit erstmal ganz gut hier durchfliegen. Ein paar Schiffe der Antigone machen hier noch ein bisschen Verteidigung. Naja. Ist halt schade, dass hier die Fraktion einfach nicht so ein bisschen in die Pötte kommt, obwohl wir hier damals hier eine Station gebaut haben, extra für ja, die zu unterstützen, was die Produktion angeht. Aber scheint die nicht wirklich zu interessieren. Autopilot eingeschaltet. So, und jetzt wisst ihr, warum ich die Quest hier so ungern mache. Es dauert halt immer so ewig lange, bis man hier überall rumgeflogen ist. Autopilot eingeschaltet. Und dann noch auf zum nächsten Punkt. Leerer Raum. So, ansonsten, was können wir dann noch machen eigentlich? Wir können so vieles machen. Und da oben der Split-Sektor scheint hier im Moment noch. Naja. Die Split haben es aber auch nicht einfach. Ausgeschaltet. Den Sektor hier hatten wir ja weitestgehend lahmgelegt. Hier sind jetzt noch mal ein paar Bergbauschiffe unterwegs, die hier wohl die Stationen versorgen werden. Dadurch, dass aber hier das Ausrüstungsdock fehlt, macht das doch schon relativ, nicht Ausrüstungsdock, sondern das Raumdock der Xenon, macht das das Ganze doch schon wesentlich träger bei denen. Ja, und hier noch ein Xenon-Schiff, das wir hier noch im Sektor haben. Mal gucken, ob das dann passen wird. So, jetzt haben wir hier einen Auftrag gemacht. Wirklich viel gebracht hat uns das allerdings immer noch nicht. So, Unkraut fand ich da. Wir werden mal an der Station hier landen. Und gucken wir. Wir haben ja so viele Waren. Eigentlich müssten wir ja, wenn, diesen Unkraut von nicht auch irgendwie bauen können. Aber ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung. Ich habe solche Quests immer gemieden. Da ich nie Lust hatte, hier irgendwas zu sammeln. Ich hasse so Sammelquests. Wenn man irgendwelche tollen Waren braucht, für irgendwas zu machen. Da hatte ich schon in WoW damals nie Lust zu gehabt. Irgendwas zu sammeln. Ging mir total auf den Keks für die Berufe damals. So. Wir gehen jetzt trotzdem mal hier in die Werkbank. Vielleicht haben wir ja das passende Zeug dabei. Hallo. Dann könnten wir die Quest ja direkt irgendwie abschließen. Händlerbereich. So, gucken wir mal. Ja, das sieht aber nicht danach aus. Eine Mahlzeit könnte man hier machen, erst Hilfekasten. Aber diesen Unkrautvernichter, da kann man den kaufen. Wir gucken jetzt mal einfach. Kann ich helfen? Bitte sehr. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Doch, da, Unkrautvernichter. Ja, den kann man einfach kaufen. Das ist ja praktisch. Viel Glück da drin. Dann können wir auch die Quest hier gerade annehmen. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Na gut, dass wir geguckt haben. Das macht die Sache ja doch relativ einfach jetzt.
Okay, zumindest haben wir noch ein Seminar bekommen. Am Ruf hat sich da nicht allzu viel getan. Tja, gehen wir einfach auf unsere Moreia zurück. Und dann werden wir jetzt hier mal nochmal rausfliegen. Tja, fliegen wir einfach mal hier in den nächsten Sektor. Wir können ja mal hier vorbeifliegen noch. Erwarte Befehle. Gucken, ob hier vielleicht noch eine Quest ist. Aber ihr seht schon, wir haben jetzt 3 Aufträge gemacht an sich. Im Ruf hat sich da nicht allzu viel getan, aber ich bin vielleicht auch ein wenig ungeduldig gerade. Autopilot okay. Eingeschaltet. Da scheint es erstmal nichts zu geben. Dann fliegen wir einfach mal hier weiter. Wir können allerdings auch noch einige Miner dafür nehmen, hier einfach um Waren zu sammeln. Wie sieht es denn hier mit dem Bedarf aus bezüglich Erz und Silizium? Ja, da gibt es einfach keinen Bedarf. Ganz minimal. Ah doch, guck mal hier. Die Station sucht auch alles. Dann würde ich sagen, wir haben ja noch einige Miner über. Wir verfrachten jetzt alle mal hier in den Sektor rein. Und dann werden wir da einen Auftrag draus machen. Erreiche Titan. Leerer Raum. So, da haben wir doch auch noch eine Quest. Ausgeschaltet. Sicherheitscontainer einsammeln. Ja. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Autopilot. Das können wir machen. Gucken wir mal, dass wir hier nur ein Pulslaserfleisch benutzen. Ich hoffe, dass da jetzt keine Minen drin sind. Na, vielleicht machen wir doch vorher noch einen Speicherpunkt. Denn ich explodiere immer fröhlich an solchen Sicherheitscontainern. Das will ich doch diesmal vermeiden. Autopilot ausgeschaltet. So, wo sind denn die Teile? Okay, da haben wir ein unbekanntes Objekt. So, 4 Schlösser. Mal gucken, ob das Ding vermint ist. Ja, sieht erstmal unproblematisch aus. Erwarte Befehl. Ja, noch ein Schloss. Und dann hätten wir's. So, dann brauchen wir noch so einen Container. Unbekanntes Objekt. Na, die drehen sich ja echt lustig hier. Vielleicht legen wir da mal anders ran. Ah, der dreht sich so ganz brillant hier. Noch ein bisschen näher. Ja. Okay, das gibt jetzt wohl so erstmal nix. Nur erstmal so ein bisschen. Okay. Gut, die Mission ist dann eben fehlgeschlagen. Ich mag keine Sicherheitscontainer. Aber gucken wir mal gerade, wie weit unsere Behemoth hier oben ist. Die ist ja jetzt angekommen.
Und unsere Klapperschlange. Ja, ist auch jeden Moment da. Da sind mittlerweile sogar ein paar Behemoths der Antigone. Vielleicht wurde ja doch da mal was gebaut. Es wäre nur ganz nett, wenn die vielleicht ihre eigene Station auch mal ein bisschen nutzen würden. Okay. Naja. Dann fliegen wir einfach mal hier in Neptun rein. Autopilot eingeschaltet. Das können wir mal parallel machen, während unsere Klapperschlange hier noch den Sektor bereist. Ja, so viele großen Schiffe haben wir eigentlich gar nicht, ne? Zumindest mal Kampfschiffe. Das wird sich aber noch ändern. Nur ich habe jetzt auch keine Lust hier mit irgendwie zwei Schiffen hier da alles zu, ja, alleine zu machen. Das geht zwar prinzipiell schon, aber ich habe auf das Rumgegammel da an den einzelnen Stationen überhaupt keine Lust zu. Und teilweise sind die ja noch relativ gut bewaffnet. Da mag ich dann eher doch nicht wirklich hinfliegen. Erreiche Uranus. So, mal grad gucken. Die Mineralienschiffe sind ja auch schon bald da. Die können wir dann auch bald anweisen. Und da unten kommt unsere Klapperschlange. Das heißt, wir werden jetzt mal unsere Moreia gleich verlassen. Neptun. Wir lassen die jetzt einfach mal hier andocken, dass dir nichts weiter passiert. Wir wechseln mal auf die Klapperschlange. Autopilot ausgeschaltet. Erreiche System, die Leere. Dann peilen wir da oben die Station mal an. Die Geschütze sind eigentlich okay. Ah, wir haben ja hier sogar noch die Strahlengeschütze, ne? Die können wir mal nochmal ändern. Wir haben ja gesehen, dass die ja überhaupt nicht wirklich viel bringen. Treffen zwar ziemlich gut, aber machen eben so wenig Schaden, dass es sich tatsächlich überhaupt nicht rentiert. So, da haben wir noch die anderen zwei Behemoths. Wir können im Grunde... wie sind denn hier die Geschütze eingestellt? Gut, auf Verteidigen bringt es nicht wirklich viel. Wir machen hier alle fein angreifen. Wo sind wir? Dann lassen wir nämlich... Wie weit sind wir denn noch weg? Ja, lassen wir schon mal angreifen. Behemoth, Verteidiger. Sonnenkraftwerk. Okay, naja gut, ist noch Behemoth, Verteidiger. Ein gutes Stück entfernt. Sonnenkraftwerk. Jetzt machen wir unsere Geschütze mal aus. Also, dass wir die Station nicht beschießen.
Seehammer, Verteidiger. Das war nicht so der Plan. Wir werden beschossen. Wir brauchen jetzt die Behemoth hier direkt mal in die Antigone. Na, wir müssen ja selber mal aufpassen. So, dann palmen wir jetzt hier mal direkt die Behemoth an. Ja, wohin müssen wir uns denn da drehen? So, und wenn alles gut gegangen ist, dann sollten wir jetzt den Ruf dafür ernten. Wir müssen ja selber noch ein bisschen aufpassen. Okay, theoretisch sollte das geklappt haben. Danke. Ja, ein Rufpunkt für eine B-Mod. Ja, das ist doch immer erfolgreich. Wobei, so ganz zufrieden bin ich nicht. Wir müssen unbedingt mal in der Klapperschlange ein paar ordentliche Schilde reinpacken. So, die zweite B-Mod hat jetzt hier nochmal den Auftrag, die Station anzugreifen. Weil ich die Klapperschlange an sich ja eigentlich relativ gut finde. Wir müssen echt mal gucken, wie stark die wirklich so im Schaden ist. So, ob wir die vielleicht doch als KI-Schiff mal nutzen können. So, wir beschleunigen das Ganze jetzt einfach mal hier. Ja, die fliegt nämlich hier mit, naja, gut, doch jetzt. Kommen zu dem noch ein bisschen näher. Okay, so, die Station ist unter Beschuss. Das heißt, wir können jetzt im Grunde die Behemoth schon verkaufen. Wir machen mal den Handelsbrief hier aus. Und sobald wir in Reichweite sind. Wir handeln ist.
Ja, die Druckwelle hat uns ein klein wenig erwischt. Mal gucken, ob das jetzt hier gereicht hat, ob wir da jetzt Ruf bekommen. Müssten wir ja eigentlich. Danke für Ihre Hilfe. Okay, hat aber jetzt nicht wirklich gereicht, um hier noch mehr Ruf rauszuholen. Das ist das, was ich gemeint habe. Das ist halt. Ja, man kann das so machen. Erwarte Befehle. Wahrscheinlich würde es über die Mission dann genauso schnell gehen. Machen wir noch die letzte Behemoth hier einfach weg und dann lassen wir das hier einfach nochmal. Ist aber halt eine gute Möglichkeit, weil wir hatten ja mal den Ruf hier bei fast minus 30 gehabt. Und bei minus 30, da ist halt wirklich gar nichts zu machen mehr, ne? Und dann kann man halt über die Variante halt nochmal seinen Ruf relativ schnell zumindest mal auf Null bringen oder auf einen Stand, damit eben, ja, man überhaupt nochmal mit der Fraktion irgendwie tätig werden kann. So, da ist die neue, die andere, die letzte B-Mod. Jetzt sind hier die Reparaturdrohnen an uns dran. Na, die sind ja dann mal fleißig am Reparieren, ne? Und sonst, wenn man sie braucht, kommen sie irgendwie nie raus. Das ist auch so ein Konzept, was ich nicht so ganz verstanden habe. Wenn man sie braucht, kommen sie gar nicht. Und wenn man sie nicht benötigt, dann gehen sie einem eben im Weg rum. Erwarte Befehle. Naja. Ja, zumindest machen sie mal ab und zu das, was sie sollen. Und jetzt eben stören sie ein bisschen, weil wir den Sinse nicht ordentlich anschmeißen können. Und der Angriffsbefehl ist bereits raus. Erwarte Befehle. Wir müssen lediglich mal noch auf der B-Mod hier die Geschütztürme umstellen. Erwarte Befehle. Können ja auch kaum justieren, weil diese Drohnen uns ja alle irgendwie so ein bisschen lagern. Ja, wunderbar. Hat wohl gerade noch die Frontscheibe hier gereinigt. Erwarte Befehle. Ehemann, Verteidiger. So, okay, wir stehen auf dem Kopf, deswegen kommt ihr auch von rechts. Das ist ja mega nervig. Erwarte Befehle. Die können auch gar nicht wie ein. Ne, die machen das, was sie wollen. Erwarte Befehle. Boah. Naja, okay. Dann müssen wir eben kurz warten. Sonnenkraftwerk. Ja, 14 Kilometer, da kommen wir noch ein bisschen näher ran. Ja, da kommst du doch auch. Okay, der Beschuss geht los. Gucken wir, dass das auch hier einschlägt. Verteidiger. Ja, das sieht gut aus. Dann können wir die auch verkaufen nochmal. Der Witz ist, dass wir durch das Kaufen und Verkaufen eigentlich relativ wenig Verlust machen hier durch die Aktion, obwohl wir das Schiff zerstören. Erwarte Befehle. Und dadurch, dass wir auch keine Schilde drauf haben, ist das halt auch relativ schnell kaputt hier. Ihr Handeln ist inaktiv. Erwarte Befehle.
Ja, ich muss ja gestehen, irgendwie so die Klapperschlange von ihren Hauptgeschützen sagt mir ja doch schon zu, ne? Also, wir sollten so ein Teil mal gegen Xenon-Schiff antreten lassen. Mal gucken, wie sich da verhält. Das Problem ist aber die Reichweite. Das könnte aber außerhalb des Sektors eigentlich dann nochmal weniger eine Rolle spielen. Wir vergleichen jetzt mal gerade die Schiffe hier. Wenn wir eine... Wollen wir einfach nochmal eine Behemoth und nehmen hier mal noch eine Klapperschlange als Vergleich. Na, wo ist es denn? Ah, da ist es doch. So, okay, dann machen wir auch einfach mal voll. Uns interessieren nämlich nur wenige Werte. Ja, die Klapperschlange hat halt schon ordentlich Power. So, zumindest mal einen direkten Schaden. Ne? Also im Vergleich zu Behemoth doch schon ein gutes Stück mehr. Hat auch wesentlich mehr Hülle. Also das relativiert sich auch so ein bisschen mit dem Schild. Ne? Dafür, dass halt eben weniger Schilde tragen kann, hat es eben dafür wesentlich eine bessere oder stärkere Hülle. Hm. Ich glaube, wir werden noch ein paar Klapperschlangen bauen. Danke. Ja, haben wir noch einen Rufpunkt bekommen. Theoretisch könnten wir das jetzt hier so weiter treiben, bis wir auf 20 sind. Aber ist ja auch ein bisschen langweilig. Das können wir aber immer mal noch mal so ein bisschen zwischendurch machen, wenn wir gerade mal Lust drauf haben. So, und die Klapperschlange, die werden wir jetzt mal hier umrüsten gehen. Und zwar bei die Piraner dann tatsächlich. So, antriebstechnisch können wir da nicht mehr rausholen. Wir können allerdings hier mit den Schilden noch einiges rausholen. Tatsächlich würde ich da jetzt allerdings gar nicht mal alle Schilde upgraden. Die sind halt mega teuer. Sondern zumindest mal den Hauptschild. Ja, verdoppelt sich. Das Problem ist halt, sie kann eben nur ein Schild tragen. Erwarte Befehle. Ansonsten können wir die vielleicht gerade noch reparieren. So, dann hat die auch noch was zu tun. Unser Träger ist hier mittlerweile nochmal komplett fertig. Hat ja auch nur einen Zerstörer als Eskorte mit dabei. Aber ich bin wirklich dazu geneigt, dass wir ein paar Klapperschlangen produzieren werden. So in Masse. Also bräuchten wir lediglich die Blaupausen dazu. Gerade gucken. Müssten wir mal ein Schiff hinschicken, dass wir hier auch entsprechend die abholen können. Problem ist eben, dass wir haben da noch ein Schiff gelandet. Die Station ist hier so ein bisschen unter Beschuss. Mal gucken, wie es hier aussieht. Okay, jetzt haben wir erstmal ein Autosave. System. So. Naja, zumindest mal. Ja, man hört, dass die Station unter Beschuss ist. Explosion steht bevor. Okay. Das sieht hier gar nicht mal so rosig aus. Wir beeilen uns mal ein bisschen.
Schön, Sie zu sehen, Freund. So, was dürfen wir denn hier kaufen? Klapperschlange. Okay, dürfen wir hier gar nicht kaufen. Müssen wir dann bei den anderen Split wünschen Ruhm und Ehre einkaufen. Ich warte darauf, dass Sie mir sagen, abzudocken. Ja, das wäre dann im Endeffekt jetzt. Was haben wir denn hier noch für ein Schiff eigentlich? Oder ist das... Ah ne, Quatsch, das sind hier wir. Ich bin total irritiert. So, dann wechseln wir einfach mal manuell auf das Schiff. Morelia. Was ist denn der Busch ist hier eigentlich? Ja, da ist nicht mehr allzu viel über. So, wir werden das hier mal als Leitposition aktivieren. Mal gucken, ob wir hier irgendwie noch ein Schiff in der Nähe haben. Ja, da würde doch eins stehen. Das könnte man doch eigentlich nehmen. Man dürfte auch wesentlich schneller da sein wie wir. Erreiche Tarkas Schlucht 16. Oder sollen wir vielleicht doch lieber Paranedenzerstörer bauen? Ja, die Feuerkraft der Klapperstange könnte halt doch schon den Vorteil bringen. Müsste man tatsächlich mal ausprobieren. Erreiche Tarkas Schlucht 24. Mal gerade noch mal gucken hier. Erwarte Befehle. Die Klapperschlange hat Geschütztürme. Ja, die hat eben auch ziemlich viele L-Geschütze. Da haben wir 6 L-Geschütze. Das macht halt viel aus, wenn da Blasmann drauf sind. Ja, die Pegasus, die wird vor uns da sein. Erreiche System. Sengende Niederlage. Ja, wir müssen mal nochmal gucken, ob wir nicht irgendwie hier mal noch ein paar Erkundungstouren machen können. Also in der administrativen Rolle hier tut man immer so ein bisschen vernachlässigen hier. Also die Atmosphäre an sich. Ja, man teleportiert hier, man macht hier hin und her. Aber wirklich was vom Spielerleben tut man dann doch eher weniger. Autopilot. Ausgeschaltet. Erreiche System. Ziarts Machtbereich. Ja, das ist doch mal... Da waren wir auch schon ein paar Mal gewesen hier an der Sonne. Gerade hier auf der Station.
Und ja, bei der Split-Fraktion haben wir auch normal genug Ruf, um uns die Blaupause zu kaufen. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Ja, das freut mich. So, 124 Millionen kostet allein die, ja, das Teil hier selber. Dann brauchen wir nochmal fürs Hauptgeschütz 10 Millionen. Oder doch ein Paranidenzerstörer. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen... Split wünschen Glück. Ich weiß es noch nicht. Ich meine, wir können ja... Runde beides kaufen. Ich denke mal, bis wir da soweit sind mit den Terranern, haben wir auch wieder die Kohle zusammen. Es gibt aber noch ein paar andere interessante Schiffe. Wir nehmen hier mal die Odysseus E mit rein. Okay, na gut, theoretisch gesehen macht es von Schildhülle eigentlich kaum was aus. Das, was die Klapperschlange an Hülle zu wenig hat, macht es halt mit der Hülle nochmal weg. Die Gruppenschildleistung ist eigentlich erstmal gleich gut. Es ist aber eigentlich schwächer, was die Angriffskraft Stärke angeht. Wie viel? Wir haben ja aber nicht so viel Geschütze normalerweise. Da kommen wir auf 4 L-Geschütze. Naja, immerhin. Erwarte Befehle. Haben wir vorne die 2 und da hinten die 2. Also im Grunde könnten wir das auch mit der Klapperschlange machen. Sagen wir, kaufen die jetzt einfach mal. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Ich habe die noch nie gehabt. Aber komm, dann holen wir eben die Klapperschlange. Dann haben wir noch das Hauptgeschütz. Und wenn wir gerade hier sind. Geschütztürme. Holen wir mal das Splitplasma mit. Und dann haben wir noch das kleine Pulsgeschütz. Schildgeneratoren brauchen wir von denen eigentlich keine. Wir holen aber mal den Split-Antrieb mit. So, ansonsten brauchen wir da eigentlich nicht viel von. 140 Millionen. Split, ja, und dann gehört das ganze Zeug hier uns. Dann werden wir direkt mal auf unser Raumdock hier gehen. Was ja eigentlich kein Raumdock mehr ist. Ist hier mittlerweile tatsächlich eine Schiffswerft geworden. Mal gucken, naja, es sind noch einige Sachen zu bauen, aber wir nähern uns ja doch langsam dem Ende. Tatsächlich sind auch schon die ersten Habitate im Bau. Das Einzige, was wir hier noch nicht dran gemacht hatten, ist hier die XL-Fertigung. Ne? Die fehlt ja noch komplett, aber die werden wir dann auch noch ergänzen. Aber so langsam kommt der Bau hier endlich mal zum Ende. Das war echt ein langer Weg dahin. Und jetzt können wir theoretisch auch L-Schiffe bauen. Eine Klapperschlange. Ja, da brauchen wir ein großes Triebwerk. Wir machen hier... Schilde sind eigentlich erstmal egal. Wieso fehlen uns da denn die Schubdüsen überhaupt? Ah, wir haben ja noch gar keine L-Schiffe gehabt, deswegen fehlen uns es da die Schubdüsen Ehre, noch komplett. Die müssen wir da natürlich schon auch noch kaufen. Da holen wir die MK3, die kosten 70 Millionen. Boah. Das ist aber ganz schön teuer. Die kaufen wir ja nur einmal. Ist auch fraktionsunabhängig. Split wünschen. Ja, dann kaufen wir es einmal richtig, bevor wir da zweimal kaufen. Da sind wir jetzt erstmal nochmal pleite, aber das macht nichts. So, dann rüsten wir hier erstmal alles auf. Erwarte Befehle. Ein paar ordentliche Schilde drauf. Das ganze Teil hier mit Geschützen ausstatten.
Dann machen wir die Split Plasma mal drauf. Ein bisschen Split Design beibehalten. Ja, okay, shit, müssen auch die Split-Schilde kaufen, ne? Dann wäre es ein bisschen toller gewesen, was hier das Style angeht, aber zumindest mal die Geschütze möchte ich jetzt dann doch gerne mal so bauen. Ich glaube, ich habe auch in den Kommentaren gelesen, nach dem Motto, warum ich denn keine Split-Plasma benutzen würde. Das hat eigentlich einen einfachen Grund, die sind eigentlich schwächer, meine ich. Kann mich da aber auch jetzt täuschen. Ich würde das aber gerne mal irgendwann durchrechnen. So, jetzt ist das Teil hier komplett soweit schon mal bestückt. Dann gehen wir hier auch alles an Scannern und Haumischblau mit drauf. Einen Kapitän machen wir drauf. Wo können wir noch keine draufpacken, da unsere Habitate noch keine Befüllung oder... Ja, die sind noch nicht bewohnt in dem Sinn. So, und dann gucken wir mal, wie viel dürfen wir denn bauen, ohne dass es uns jetzt hier an den Ressourcen hapert. Ja, 6 Stück Geschützturmkomponenten. Okay, da haben wir jetzt eben ja auch einige verkauft. Aber 4 Stück können wir direkt mal bauen, ohne Stress. Und im Grunde haben wir dann auch, glaube ich, ein bisschen Geld gespart. Na, wie ist denn jetzt hier die... So, wo haben wir denn eine Schiffswerft? Da ist sie doch. Und wenn wir jetzt hier eine Klapperschlange kaufen würden. Ja, okay, 40 Millionen. Da haben wir doch schon ein bisschen jetzt mehr ausgegeben. Obwohl 4x4, 1660 Millionen. Ich sage mal so, wenn wir da noch ein paar mehr bauen, dann hat man die Kosten wieder draußen von den Blaupausen. Und sobald unsere Schiffswerft hier ordentlich bestückt ist an Produktionsstätten, dann sollte der Nachschub eigentlich auch nicht mehr das Problem sein. So, und 2 Stück sind hier jetzt schon direkt im Bau. Wir können uns das theoretisch im Angucken gehen. Haben wir denn hier irgendein Schiff, das wir mal kurz übernehmen können? Wir nehmen uns mal gerade noch unsere Station noch mal angucken. Erreiche System. Nopileus Glück. Autopilot ausgeschaltet. Tja, wo ist es denn? Schiffswerft. Und da ist es doch. Sieht tatsächlich gar nicht mal so spektakulär aus. Obwohl hier eine Menge Module dranhängen. Und hier werden jetzt auch schon unsere Zerstörer gebaut. Ah, sieht man noch nicht allzu viel. Ein paar Gerüste sieht man hier schon. Na, wenn man hier so ganz genau guckt, sieht man es. Tja, da werden 2 Klapperschlangen schon gebaut. Erwarte Befehle. Und das hier ist im Grunde unsere Station, die wir hier so ein bisschen in der letzten Zeit gebaut haben. Also ich habe in meinem anderen Spielstand auch noch relativ große Station, eine Schiffswerft gebaut. Die wurde nicht ganz so... Ja, wie soll man sagen, so auf beiden Seiten gleich irgendwie gebaut, sodass es irgendwie schön aussieht. Aber ich finde, die sieht irgendwie trotzdem schöner aus, wie die hier Station, wie diese Station hier. Ja, mein Deutsch ist nochmal ein bisschen komisch, ich weiß. Ja, also einfach so ein zusammengeklatschter Klumpen sieht irgendwie cooler aus. Ja, so ganz so schlecht sieht es ja nicht aus, aber... Mal gucken, ob ich euch mal die Station die andere mal zeigen werde, aber ja, sehen alle gut aus, aber ist halt auch Geschmackssache. Ich habe da im Internet ja schon die tollsten Stationen gesehen.
Da gibt es hier wirklich unglaubliche Bauten von Leuten, die da, ja, keine Ahnung, Nanotronik oder hier Smart Chips oder was gebaut haben. Ja, eine Stunde 20 braucht es allerdings, ne? Also wir brauchen ja ein gutes Stück länger auf der eigenen Station als bei den Fraktionsstationen, was ich ein bisschen komisch finde, weil eigentlich ist das ja auch dieselbe Fertigungslinie, also Fertigungs... dasselbe Fertigungsbauteil. Deswegen macht es eigentlich jetzt bei den eigenen Stationen jetzt keinen Sinn, warum das da so lange dauern soll. Aber okay. So, dann lassen wir hier den Typen nochmal seine Arbeit machen. Ah, da hinten ist übrigens unsere Aranidenschiffswart. Moreia. Ah, nee, bleib doch sitzen. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Ja, du sollst da weitermachen. Ja, will er nicht. Ja, dann... auch gut. Wir gehen einfach mal runter von der Kiste hier. Stationsbauplatz Saturn 2. Irgendwas haben wir da noch nicht bezahlt, sehe ich gerade. So, jetzt haben wir es aber bezahlt. Bevor wir hier noch Ärger bekommen. So, dann werden wir hier mal die Transporter, die wir jetzt hier reingesetzt haben. Nehmen wir erstmal alle Aufträge raus. Und da ja hier im Endeffekt Erz und Silizium benötigt wird. Und hier dem Sektor sollte eigentlich beides vorhanden sein. Oder? Ach nee, Quatsch. Nicht ganz. Ist ja tatsächlich eine Gasregion. Habe ich mich total... Na egal, wir gucken jetzt einfach mal. Das Problem ist aber, dass der ist ein reiner Sektorhandel. Aber ich glaube, dass diese drei Minisektoren als ein Sektor gelten. Nicht automatischer Handel, automatischer Bergbau müssen wir machen. Und ich glaube, wenn wir den so losschicken, sollte das schon funktionieren. Weil ich meine, dass, wie gesagt, diese drei kleinen hier, die zählen eigentlich in den einen Sektor. Und diese drei hier, die unterscheiden sich dann eigentlich nicht. Müssten wir jetzt mal ausprobieren. Ach, wir lassen jetzt einfach mal starten hier. Man wirklich viel... kann uns da jetzt auch nicht passieren. Außer, dass eben nichts sammeln werden. Okay. Machen wir vielleicht noch zwei, drei Erz mit dabei. Dann haben wir eine gute Mischung. Ja, die sind auf jeden Fall mal hier am Farmen, also unabhängig davon, dass es hier eine Gasregion zu sein scheint. Entweder finden sie dann trotzdem was oder fliegen jetzt wirklich in einen anderen Sektor rein. Ja, seht ihr, die fliegen ja hier auch woanders hin, also lohnt sich eigentlich in so einem Dreier-Sektor. So, da haben wir hier noch einen. Dann lassen wir den auch mal noch, keine Ahnung, Erz sammeln. Und einer will hier schon handeln.
Oder was treibt ihr hier? Na, okay, wir lassen die einfach mal so laufen. Im Grunde können die ja dann hier auch hier oben in den Sektor fliegen und gehen dann die Teile hier unten verkaufen. Dumm wäre jetzt halt, wenn sie an unsere eigene Station verkaufen gehen. Das werden sie wahrscheinlich aber machen. Hallo. Naja. Na, wir gucken mal. Wenn jetzt tun wir eben auch nochmal so einen Transfer einrichten. Machen da so ein Vermittlungslager hin. Ich habe noch keine Ahnung. Im Grunde ist das jetzt hier wirklich nur noch, um Ruf zu ergattern, weil finanziell sind wir eigentlich mehr oder weniger unabhängig. Und wir können im Grunde unserer Schiffswerft hier mal noch ein paar Schiffe in Bau geben. Da brauchen wir auch keine Geschützturm-Komponenten. Das heißt, wir werden jetzt hier noch ein paar Ares bauen. Mal gucken. Ja, die hätten wir auf Paraniden-Design gebaut. Aber die können wir eigentlich so lassen. Dann bauen wir mal 70 Stück. Können wir direkt bauen, ohne dass uns Ressourcen fehlen. Dann Feuer frei. Ich denke, 16 Stück sollten parallel funktionieren. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und die können wir dann wiederum auch verkaufen. Und ja, dann haben wir auch nochmal ruckzuck unser Geld zusammen. Also an Geld mangelt es uns auf keinen Fall. Und dann werden wir mal gucken, wie wir dann hier oben irgendwann weitermachen. Wann wir bei den Terranern endlich unsere Blaupausen ergattern können. Denn bei den Terranern bekommen wir eben auch noch die Asgard. Und das ist halt schon ein cooles Schiff. Unabhängig davon, ob man selber fliegt oder ob man es die KI fliegen lässt, ist halt unheimlich resistent gegen Angriffe und ultra stark gegen NPCs oder auch Stationen. Also so eine Asgard, die kann man dann schon alleine losschicken. Tja, und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.